Aber hier drauf auch nur eine Ghost Story und diese komischen Dinger. Hausi? Bist du? Oh, nee, da ist. Ah, perfekt. Ein Suppenautomat. Da kann ich mich ein bisschen heilen, wenn ich ehrlich bin. Das würde ich jetzt auch ganz gerne tun. Ich einfach mal über das ganze Keyboard jetzt gehen, um die ganzen Tasten zu kriegen. Komm her. Katsching. Katsching. Einmal Nudels, bitte. Danke. Das Ganze würde ich aber ganz ehrlich gerne nochmal machen. Katsching. Zeit für Mittagessen. Jetzt möchte ich aber das hier haben. Dankeschön. So, wo ich schon mal hier bin, die Keycard auswählen. Wieso haben wir eigentlich noch die Fernbedienung? Oh, ich denke mal bei diesen Kantenflimmern hier, dass der Hausmeister mit seiner Taschenlampe dagegen wams. So, gehen wir mal rein hier. Ja, mach hinne. Oh, Dogshit. Ich lasse jetzt die Taschenlampe übrigens noch aufblitzen. Ah! Was ist das denn hier? Das ist ein Airconditioner. Der Strom ist nicht an, funktioniert nicht. Da ist noch eine Tür, die mir gerade nicht weniger Sorgen bereitet. Ja, dass ich da oben gegenleuchte, ist auch nicht so super. Was zum Teufel? Hier kann ich das Schlüsselloch sehen. Ah, okay. But I can't reach it. I need a straight piece of paper to reach it. Was ist denn mit dem Ausdruck, den wir da gehabt haben? Können wir den nicht einfach benutzen? Ja, nur wieder für Easy Mode, klar. Nee, ich glaube, da müssen wir noch was finden. Weil ansonsten wäre es da, clearest day. Ist es hier mit? Ah, perfekt, da oben ist was. Aber da komme ich vermutlich, weil ich wieder 29 groß bin und nach Lisa das Asiatisch natürlich normal ist. Hey, ich habe sie nur gerade zitiert. Da komme ich da so dran? Ja. It's too high to reach. Okay, ich muss natürlich den Strom von den Dingen wieder anschalten. Nicht dran, weil ich zu klein bin. okay. Der Strom. Oh, ich das wusste. Wag es dich, Junge, bitte. Ich habe gerade so viel Progress gemacht. Willst du mich jetzt kaputt machen? Vor allen Dingen, unten war keine Sau. Ihr habt es selber gesehen. Unten war niemand. Wie zum Teufel hat er mich jetzt gesehen? Er ist weg. Was für einen Sinn auch immer, das er gerade gemacht hat. Aber... Oh, Junge. Komm schon. Don't give me such a hard time. Ich muss sowieso nochmal runter, wenn ich speichern möchte. Ja, kommt immer näher. Klasse. Okay, eine Tür ist auf. Ja, das ist die. Ah, scheiße, geh auf, komm schon, so, weiter. What the fuck? Hi, kannst du nicht irgendwie umbringen? Hä? Du hast ihn... Was zum... Was zur Hölle hast du gemacht? Strom. Aber du... Bist du die Per... What the fuck? So muss es aber eigentlich funktionieren, oder nicht? Was meinst du? Klappt das so? Okay. Holy fuck, Bucket. Das müsste aber eigentlich so funktionieren. Ist er noch im Raum und kann er nicht raus? Hältst du den drin gefangen? Ich meine, das finde ich cool und so. Kann ich mir dich irgendwie... Hast du das Licht auch gerade gesehen? Hilfe, Mami! Wo ist er denn? Das Licht war gerade da. Das muss da sein. Ja, ich glaube, ich lasse ihn lieber mal runtergehen. Hör mal, wo wir gerade schon mal so... nett am Reden sind. Ich finde schon, dass du so schön dress hast. Aber da du auch kein Geld für Schuhe ausgibst, ist das kein Wunder. Kuckuck.
Ja, ich weiß nicht, ich nehme mir gerade die ganze Gruseligkeit, aber das ist vollkommen okay, dass sie auch nichts macht. Wenn sie jetzt was machen würde, wenn man auf den Bildschirm zukommen würde, würde ich mir so in die Hose pinkeln. Und ich weiß, dass der Hausmeister jetzt da unten rumturnt. Jetzt gerade hier runter geht. Ich hoffe es zumindest mal, weil dessen kann ich mich hier noch ein bisschen umschauen. Ja, das leuchtet. Okay. Test noch was anderes aus. Das hier anders leuchtet. Das jetzt hier? Nee, das ist anscheinend broken. Das ist genauso broken, oder nicht? Das leuchtet aber auch grün. Muss ich noch einen Fuse finden? Obviously. Okay, Kleines, pass mal auf. Bitte komm jetzt nicht hoch. Ja, geh runter, das finde ich sehr lieb von dir. Das ist zu freundlich. Geh runter. Ich muss nämlich da hinten hin. Ich habe nämlich noch eine Sicherung. Nicht so wie du, du kannst Sicherung eine Schüssel hast, du Vollidiot. Gehen wir mal ganz langsam. Was auch immer da auf Koreanisch steht, ich kann es sowieso nicht lesen. Laufen würde nur seine Traction anziehen. Immer das weiter rumtreibt und da drin war ist sowieso nichts. Ich brauche das Piece of Paper, dazu brauche ich einen Strom, dazu brauche ich eine Sicherung. Die Sicherung wird vermutlich irgendwo hier drin liegen. Hier vermutlich nicht, weil ich sie schon gesehen gesucht habe. Aber irgendwo muss diese Sicherung sein. Läufst du gerade zu mir oder was machst du da, Junge? Ja, ist klar. Dreckige Scheißkerl. Naja, beeil du dich mal. Wow, was war das denn gerade? Aha, du Pisser. Oh, that's not typically scary. Okay. Was du denkst, Affe. Das ist eine Kunde zu dem Raum. Kannst mich mal. Sicherung finden. Außerdem habe ich meine Mami, die mich beschützt, ja? Ein Stift zum Speichern. Thank God. Ich krieg Sicherung ab. Ja, du Arschloch. Dann machst du die Chesttür auf. Na komm. Mach die Chesttür auf. Na komm, mach die Chesttür auf. Mach sie doch auf, du Wichser! Ah, du bist ein Vollidiot. Oh, bist du ein Vollidiot. Ja, guck mal, ich helfe dir sogar. Ah, du bist so ein Vollidiot. Okay. Wir haben auf jeden Fall einen Stift zum Speichern erlangt. Das finde ich sehr gut. Ich bin gerade ernsthaft überlegen, ob ich den speichern soll. Aber ich teste jetzt nochmal ganz kurz aus, um Mami zu rennen. Und das wäre zu köstlich, wenn das funktionieren würde. Aber erstmal möchte ich ihn ein bisschen umrunden, wenn ich ehrlich bin. Denn wenn das klappt, dann würde es mir um einiges an Stress ersparen. Na komm. Denn er scheint sich bei Kurven so ein bisschen aufzuhängen, was ich zu meinem Vorteil nutzen möchte. Na komm, du Pussy. Bist du irgendwie doof? Anscheinend. Komm her. Na komm. Und wir rennen hoch, und wir rennen hoch, und wir rennen hoch. Tja, Hausi, kann ich hier so schlau sein, ne? Vollidiot. See ya. So, hocken. Hat er uns jetzt gesehen? Oder hat er uns jetzt nicht gesehen? Er hat uns saugeilerweise nicht gesehen. Bis er nach oben kommt, werde ich diesen Raum noch ein bisschen erkunden. Ach, der kommt sowieso, scheiß doch drauf. Wieso geht das Licht jetzt hier nicht an? Nicht bei der Strom in so einem Teil nicht funktioniert. Ja, gibt einen Zettel. Okay, lesen wir uns gleich in Ruhe durch. Ja, ich weiß, dass du ein Arschloch bist. Ich
Okay. Kuckuck, hi. Lass mich mal durch, danke dir. Oh, geh doch weiter, verdammt nochmal. Boah, heilige Schnauze. Okay. Wir machen jetzt Folgendes, denn ich habe anscheinend oben alle Räume erkundet. Boah, ich hasse dich so sehr manchmal, weißt du das? Wir haben jetzt gerade alle Räume erkundet. Und da ich leider gerade relativ wenig Planung habe, wo es weitergeht, gucke ich mir einfach mal jetzt ein bisschen um. Wenn ich die Planung habe, dann melde ich mich einfach wieder. Wo wir... Nee, das mit den Rooftops machen wir noch. Irgendwann. Das kann aber jetzt die Lösung sein. Egal. Ich sammle noch schnell die Münze auf. Scheiße, bin ich gerade verwundet. Okay, ich heile mich noch kurz, speichere. Nee, das möchte ich nicht benutzen. Boah, das hält mich auch krass. Sehr schön. Egal. Wir speichern kurz. So. Und wir sehen uns im nächsten Part von White Day, würde ich sagen, meine Freunde. Ich bin Andi, das ist White Day. Und unser Freund und Hausmeister, den kennt ihr ja schon. Kuckuck. Ja, du bist ein Arsch, das wissen wir. Aber eins möchte ich in diesem Part noch rausfinden. Lass mich mal vorbei. Danke dir. Du bist immer so freundlich zu mir. Das ist so schön. Dum, 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 dum. Ich möchte noch wissen, was an der Seite der Tür ist. Da komme ich nicht hoch. Fällt das vermutlich. Weil hier ist alles zu. Ja, folgt mir mal. Da ist keine Sicherung drin und da brauche ich eine, um an die Schüssel zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht funktioniert, dass ich das Licht anmache. Mama, kannst du mir helfen bei dem Typen? Das wäre natürlich jetzt über Porno. Tatsache. Der findet mich dann nicht. Ist ja witzig. Oder sie hat mich trotzdem einfach nicht gesehen. Geht's hier weiter? Nein, nur Stühle. Okay, dann gibt's hier anscheinend nur Stühle. Ich kann da draufsteigen. Okay. Nee, das interessiert mich jetzt aber doch noch, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir denn hier Feines? Hallo? Hallo? Bin ich hier irgendwie... Bloß eine Limited Edition. Sehr langweilig. Na ja, komm, töte mich. Ich hab's nicht mehr verdient. Was fällt dir in die Collectible zu finden? Verdammt nochmal. Vielleicht wäre ich aber Nummer 5 gewesen, aber dafür lege ich meine Hand nicht nochmal ins Feuer. Egal. Das war White Day Part Numero, was weiß ich, keine Ahnung, fragt mich nicht. Wieso sage ich das dauernd? Egal. Das war Let's Play White Day für heute. Und ich melde mich wieder, wenn ich irgendeine Planung habe, wie es bei diesem Spiel Presented von Sonori weitergeht. Also Leute. Das habt ihr gerade auch gehört, oder? Das Schlüssel, das kam aber nicht vom Spiel. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, scheiße, scheiße!